Yeah, das geht natürlich jetzt irgendwie ziemlich besser als sterben. So, kurz mal hier alles zerlegen. Ah. Okay. Okay. Irgendwas ist hier noch im Wasser. Laufen mal lieber hier oben lang. Ah, cool, wenn ich dann... Okay, da ist also der fiese Gegner. Was, du rufst Alarm? Gibt's nichts. So, ich brauche ganz dringend Energie. Need the energy. Okay, es sind noch überall Gegner und ich sehe unten noch echt kaum was. Kann man nicht irgendwie mal ganz kurz mal die Gamma oder so ein bisschen höher stellen, dass man ein bisschen mehr sieht? Grafikoption. Bam, 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 bam. Nee. Gibt's nix. Kamera. Nö, ist alles soweit. Ich guck nochmal rein. Fenstermodus, Grafik, Quali. Ah, da Helligkeit, ganz oben. Ah, ja, ja, gut. Jetzt sehe ich auch ein klein wenig mehr. So, kurz mal abspeichern. Der Vorteil für euch ist, dass Fraps immer sowieso nur in den Standardeinstellungen aufnimmt. Okay, da oben sind ein paar. Und da oben hängen auch noch ein paar. Aber da vorne, da kann ich mir was holen. Und wenn ich da rangehe, kommen bestimmt meine Freunde, die Boys, da. Aber die sind aber auch eigentlich relativ egal. Weil stark sind die Typen ja sowieso nicht. Passieren hier nur volle Kanne aufs Rohr. Fressbrettrohr und so. So. Und ich bekomme schön Bonis. So, da vorne sind dann auch schon die nächsten. Na, kommt mal her, ihr Freunde der Volksmusik. Zur täglichen Abreibung steckt meine Kung Fura derben geilen Hits ein. Übrigens, Kung Fury, ein super geiler Film. Kann ich euch nur mal empfehlen, googelt das mal. So. Ich glaube, es hat sogar einen Sinn, dass man hier nicht ins Wasser treten kann. Da vorne ist noch was. Nee, Granate. Yay, Sprünge. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh oh. Oh mein Gott. Raiden, jetzt aber ganz schnell. Oh oh. Okay, das wird ja jetzt noch viel geiler hier mit so... Keine Ahnung, was das da so für Schoßtiere hier sind, aber... Was? Scheiße! Voll die EMP-Scheiße! Genau, Raiden, schlag in die Luft! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Denk mal, man hat schon alles gesehen hier in diesem blöden... Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Hm, aber ich glaube, gegen die würde eine Granate ganz, ganz gut tun. Haha. Oh Gott. Wie gut. Oh Gott, dann hier ganz schön weggeflogen. Oh Gott, und wieder zur Fassung finden. Haha, nur angetäuscht und zurück. Ich weiß, man muss eigentlich warten, bis es blau leuchtet, dass man
in den Schwertmodus wechseln sollte. Und man halt die geschwächten Teile zersäbelt. Ja, jetzt zum Beispiel. So, jetzt hier alles zersäbeln. Alter. Du dreckiges Mistding. Und du hältst hier mal die Fresse. Oh Gott, ich glaube, den ersten habe ich da. Oh, oh Gott. Der dreht gerade ein bisschen durch. So. Zerlegt, zu 100% zerstört. Oh Gott. Und jetzt schnappen wir uns den letzten von der Bande. Oh nein, weg hier. Oh. Scheiß EMP immer. Oh Gott. Nein! Scheiße! Da bin ich dann rückwärts nochmal reingerannt. Was? Okay, jetzt muss ich mir seine Beine schnappen. So, habe ich jetzt auch gemacht. So, kann seine Teile noch ein bisschen zerlegen. Es gibt immerhin noch ein paar Punkte. So. Und da ist ein kleiner Freund. Ja, der auch ein bisschen Power für uns hinterlässt. Sehr gut. Ah, da vorne, da lebt's auch noch. So. Ja, das macht Spaß. So, und du bist jetzt auch dran hier. Und jetzt versäbeln wir dich. Ah, Button Mashing. So, wo ist dein kleiner Kumpel? Der ist da. Dann seine Einzelteile. So, wieder volle Kampfkraft. Sehr gut. Ist das bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. My name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No. I'm looking for bad guys. Our damn Skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey. You're not one of them scunt, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you?
Or maybe live on the street, raking scraper above, nah? Then this good knee dressed like the mafia say, hey, boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scone don't put me on a rash boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them scunt wanna do. Snuff us out. And got all day organ. So you ran? Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man? Same as you! Ha! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black clothes that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Ja, unser kleiner Freund George. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a desperado exec was on site yesterday. If a sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of that technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Okay. Ja, wahrscheinlich muss ich dann jetzt hier durch diese wunderbare Tür gehen. Da vorne gibt es eh nix mehr für mich zu holen. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not gonna make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Okay, jetzt muss ich wieder hier den derben Schleicher hinlegen, aber erstmal die Daten übermitteln für den Doc. So, gibt auch gleich noch eine VR-Mission. Oh, es sind wieder diese großen Dinger. Ah, und ich kann jetzt hier so ein bisschen Action machen. Hier bin ich jetzt soweit durch mit dem Ding. Oder? Nee, ist immer noch da. Es ist noch nicht ganz zerstört. Die Frage ist nur, lohnt sich das jetzt hier wirklich so viel Druck zu machen? Das konnte ich leider auch in den Kommentaren noch nicht so richtig beantworten. Ich meine, es sieht zwar alles ganz lustig aus und so. Macht auch bestimmt gleich megamäßig Bumm, wenn ich hier damit durch bin. Frage ist nur, kommt dann da irgendwas Spannendes bei raus? Na gut, ich lasse es jetzt einfach mal so sein, wie es ist. It's a box. How is that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work actually. Okay, jetzt sind die Dinger hier auch komischerweise weg. Not bad. Vielleicht ist da noch irgendwas Lustiges drin hier. So. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Da unten kommen dann lustige Gegner, die lustiges Zeug machen.